Mein Name ist Dr. Wolfgang Metker. Ich bin seit über 25 Jahren als ästhetischer Chirurg tätig. Plastische Chirurgie ist bildende Kunst. Ganz egal, ob man das jetzt mit dem Pinsel macht oder mit einem chirurgischen Instrument. Das richtige Sehen ist ein wichtiger Faktor in der ästhetischen Chirurgie. Am meisten gelernt habe ich eigentlich bei Kokoschka seinerzeit in der Schule des Sehens in Salzburg. Mein Ziel in der ästhetischen Chirurgie ist nicht einen Hungerhaken zu schaffen, sondern einen Menschen, der sich nach den allgemeingültigen Schönheitsidealen gefallen kann und sich wohlfühlt. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Also meine Nase hat mir nie gefallen eigentlich. Ja. Obwohl wirklich nicht viel gemacht worden ist. Nur ein bisschen da und ein bisschen gekürzt, wenig. Aber naja, das macht viel aus. Ein Millimeter kann sehr viel. Und das hätte ich nicht geglaubt vorher. Sogar ungeschminkt sage ich, okay, das passt. Das freut mich sehr. Wie geht's Ihnen denn so? Mir geht es eigentlich sehr gut. Also ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich mir nach dem Unfall die Nase wieder habe herrichten lassen. Und haben Sie an der Nase noch irgendwelche Beschwerden oder irgendetwas, was bemerkenswert wäre? Also mir tut gar nichts mehr weh. Ich habe auch überhaupt keine Schmerzen mehr. Das war eigentlich relativ schnell vorbei. Und ja, ich spüre überhaupt nichts. Hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt auf Ihren Beruf? Ja, hat er. Also ich habe das schon gemerkt, dass ich dann viel bessere Jobs hatte, auch Jobs, wo mein Gesicht mehr gebraucht wurde. Und also meine Modelkarriere ging auf jeden Fall bergauf. Naja, ergibt sich die Frage, hätten Sie sich die Operation auch machen lassen, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendeinen anderen Beruf hätten? Ich habe mir auch oft überlegt, wenn ich jetzt kein Model wäre oder keine Miss wäre, hätte ich mir die Nase nach dem Unfall auch wieder richten lassen. Und ich bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, ja, also das spielt überhaupt keine Rolle. Ich hätte sie mir wirklich immer wieder nach dem Unfall herrichten lassen. Im Rudolfinerhaus arbeite ich schon seit 20 Jahren. Hier haben wir die allerbesten Voraussetzungen medizinischer Art für meine Patientinnen und für mich. Mir ist es wichtig, dass sich meine Patientinnen bei uns wie zu Hause fühlen. Also ich bin Karrierecoach, Jobcoach, ich schreibe Bücher. Ich bin heute bei Dr. Metker zu einer Vorbesprechung für eine Lesung. Wir haben vereinbart, dass wir einige seiner Kunden einladen werden und ich aus meinem aktuellen Roman lesen werde. Also ich habe mir die Augen machen lassen und der Grund war ganz einfach. Ich habe über fast Jahrzehnte einfach viel zu viel gearbeitet und viel zu wenig auf mich geachtet, also im Sinne von auf meine Zufriedenheit. Und das hat sich irgendwann auch in meinem Gesicht bemerkbar gemacht und ich habe müde Augen gekriegt. Und nach der Operation habe ich einfach altersgemäß ausgesehen und war sehr zufrieden damit. Wäsche einkaufen macht viel mehr Spaß, weil man jetzt einfach viel mehr Auswahl hat. Ich habe vorher so eine kleine Brust gehabt, da hat mir nie was gepasst. Und jetzt habe ich die Auswahl und es macht einfach Spaß, auch schöne und auch ein bisschen auffälligere Dessous anzuprobieren, die dann auch passt und wo man Dekolleté dann sieht. Meine
Patienten kommen ja nach der Operation zur Kontrolle, ich schaue, dass alles richtig heilt und so weiter und so weiter. Und dann kommt der Tag, wo man sich eben nicht mehr treffen muss. Und das ist für mich ein bisschen schade, weil das ist ja, dann blüht eigentlich die Patientin erst richtig auf, weil sie das bekommen hat, was sie sich gewünscht hat. Das Schöne an meinem Beruf ist die Freude, die die Patientinnen haben an ihrem neuen Aussehen. Als Dokumentation dafür erscheint demnächst ein Fotoband. Die Fotos dazu stammen vom berühmten Fotografen aus Los Angeles, John Eigner. Die Fotos zeigen, wie glücklich meine Patientinnen mit ihrem neuen Körper sind. Durch die Zusammenarbeit von mir und Dr. Metke habe ich festgestellt, dass es durchaus Parallelen zwischen dem Berufsbild des Modefotografen und Schönheitschirurgen gibt, was mir so gar nicht klar war. Aber ich habe dann durchaus gemerkt, dass wir beide quasi mit unserem Handwerk der Schönheit zuträglich sind. Mit Herrn Dr. Metke diesen Kunstband zu erstellen, hat großen Spaß gemacht. Ich habe festgestellt, dass erstaunlich viele Teilnehmer zu finden waren. Wir waren uns am Anfang gar nicht sicher, aber es war dann so, dass also ganz, ganz viele dabei sein wollten. Wie ich finde, mit Recht. Das ist ein wunderschönes Projekt, ein sehr, sehr interessantes, das insofern die plastische oder ästhetische Chirurgie in einem anderen Licht darstellt. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Konzept, bei dem ich sehr gerne dabei war. Ich bin wirklich sowas von glücklich. Auch wirklich nur, wenn ich privat weggehe, Wimperndusche, zack, zack und fertig. Und vorher mit der Schminkakne, das war echt schon ein Problem. Und dann, so wie er es gesagt hat, nach dem Peeling, das dauert 7 Tage. Und danach haben sie eine wunderschöne Haut. Und genauso war es. Traum. Ja, Schönheit ist ein Wert an sich und es besteht in der Welt eine große Sehnsucht nach Schönheit.